Okay, weiter geht's. Und Sykes, beende deine Vorbereitung und mach dich auf den Weg. Okay, neue... Finde ich diese Schattenflecke? Achso, dafür brauche ich was. Ich brauche dafür Feuer. Tafeln. Und Äther. Ich brauche Äther und Feuer. Weil manche Flecke davon in bestimmten Orten sind. Äther kann ich ein paar mitnehmen. Und so. Ich glaube, diese Mission habe ich auch mal 100% geschafft. Wenn nicht, dann musste das auch noch mal später machen. Ja, habe ich. Finde ich die Schattenflecke. In Twilighton wurde von Schattenflecken überrannt. Sie werden zwar momentan als harmlos angesehen, aber sie weiter vordringen zu lassen, könnte schwere und unvorsehbare Folgen haben. Zerstöre sie bei Sichtkontakt. Schattenflecke nehmen an gut verborgenen Orten Gestalt an. Suche sorgfältig. Abwehreinheit, ja, geht klar. Geht klar. Ich weiß auch, wo die jetzt alle sind, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und hier werden wir auch später einen treffen. Und da ist ein Schattenfleck. Da ist noch eins. Und da ist noch eins. Das sind viele. Okay. Und noch eins. Zum Glück kann man das anvisieren. Früher habe ich das versucht, ohne anzuvisieren zu machen. Und stirb. Kommt mal her. Die Kiste brauche ich da. Und so. Die Kiste brauche ich, weil da oben ja Schattenfleck ist. Hallo? Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Okay, wie soll ich jetzt da hochgehen? Ach so. Ich muss da durch bestimmte Wege hoch. So, hab's geschafft. Da drin war eine Truhe, oder? Ja, da war eine Truhe mit Allheilmitteln. Hier gibt es zwei Schatztruhen. Und da kommen gleich Gegner. Nein, da kommen gar keine Gegner. Okay. So. Da ist noch eine Kiste. Da ist ein Abzeichen, wie man sieht. Und so. Und den kann man schnell töten. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Ja. Ach, komm. Tot. Abzeichen geholt. Jetzt muss ich diese Gegnersorte, die gleich hier auftaucht, hier entlocken. Kommt ihr, meine Süßen, kommt her. Papa hat was Süßes für euch. Und so. Und erledigt. Habe ich wieder das gleiche Problem? Du bist so ein Vollpfosten. Aber es geht auch ohne die Kiste. Okay. Warum kämpfe ich eigentlich gegen euch? Die bringt mir sowieso keine Herzen, also ist mir das egal. Früher habe ich immer mit denen so viel Zeit verschwendet. Ich weiß noch ganz genau. Oh, endlich mein Herz würde was bringen. Und hier war auch eins. So, ein Wächter. Ihr wollt mich ja angreifen. Mich irgendwie nicht getroffen, egal, ist auch besser. Lufttech. Okay, ja, wir haben bald alle Schattenflecke. Bald.
So, haben wir dann auch noch einen Betrachter, den wir schnell umbringen. Den Äther hier mitnehmen, den kann man immer gebrauchen. War da kein Schattenfleck irgendwie da oben? Auf dem Dach hier? Und da ist eins. Und da vorne ist eins. Okay. Oh, komm. Und so. Hallo, hab ich dich getötet? Ja, du hast mich an. Du kleine. Okay, hat sich schon erledigt. Ich wollte gerade ihn beleidigen, aber nee. Ich verkneife es mir. Ist da noch ein Abzeichen da vorne? Anscheinend schon. Und da ist eine Truhe. Und da war auch ein Fleck, oder? Ja, da war auch ein Fleck. Wie gut meine Erinnerung ist. Wie gut meine Erinnerung ist. Nicht wie Basura wahrscheinlich Memories. Hahaha. Immer diese Kameraführung. Okay. Und so. Das haben wir dann auch erledigt. Okay, wie viele Schattenflecke fehlen eigentlich noch? 5 oder so. Wieso fällst du runter, Mann? Okay. Daran zu kommen. Wie weit soll ich eigentlich noch weitergehen, Mann? Hallo? Willst du mich irgendwie gerade nutzen oder so? Ey, komm, das trifft's jetzt. Kann ich auch einfach so rüberspringen? Wenn ja, dann kann ich mich selbst in den Arsch treten. Heilmittel, okay. Ey, wenn ich da jetzt umsonst jetzt irgendwas verschwendet habe. Ja, komm. Äther. Gut so. War da nur eins? Okay. Okay, den haben wir anvisiert. Den werden wir jetzt auch angreifen. Erledigt. Wir können aber noch weitermachen. Ja, Rückkehr ist erlaubt, aber ich will nicht zurückgehen. So, haben wir dann auch. Ich verstehe aber nicht, wieso das nicht klappt, hallo? Okay, da ist eins. Okay, der war ein bisschen tricky. Okay, der war mal tricky. Okay, dann fehlt uns nur noch 2. Den da hinten. Okay, ich glaube, ich kriege hier 100%. Ich kriege hier 100%. Ich kriege die 100% hier. Erledigt. Das trifft. Ihr wollt mich doch alle nutzen, Mann. Hallo? Hey, wie geht das denn? Warte, ich verstehe es jetzt nicht. Okay, ich habe da eine andere Idee dann. Ist mir gerade mal so eingefallen. Okay. Anvisieren und dann.
So, kommt man darüber. Man hat es. 100%. Ach, verdammte Scheiße, Mann. Aber zum Glück habe ich Magie mitgenommen, sonst hätte ich nicht diesen 100% geschafft. Okay, wir haben 100%, das ist gut. Muss ich dann nicht nochmal machen. Ist auch besser für mich. Ihr Schattenlöcher kennt mich mal. Ihr bringt mir keine Herzen, also seid ihr für mich nicht wichtig. Okay, noch 9 Minuten so. Wenn seht euch mal an, wer gleich ja so ja vorbeikommt. So. Hey Roxas. Alles locker. Du Rocke. Ich und mein Reimen. Was ist? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Axel? Aber ich dachte, du wärst gestorben. Das ganze Team wurde doch ausgelöscht. Korrektur. Die Schwächlinge wurden ausgelöscht. Jetzt bist du überglücklich, oder? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Sorgen? Netter Versuch, so ganz ohne Herz zu fühlen. Warte hier, ich kaufe uns ein Eis. Ist schon schön, deinen besten Freund wiederzusehen. Roxas, lass diese Blicke. Ich muss zum Boss, sonst macht er mich fertig. Du bist doch nicht zum Schloss zurückgekehrt? Siehst du doch. Nee. Und warum bist du hier? Warum nicht? Ich brauchte etwas Zeit, um meine Gefühle zu ordnen. Was auch immer. Herr, ich habe kein Herz. Hey, dein Eis schmilzt. Iss auf. Danke. So, seine Gefühle wurden durcheinander gebracht in Chain of Memories. Weißt du, ich habe Shion öfter hier eingeladen. Ich dachte bisher zweimal oder so, während du weg warst. Shion, wirklich? Ja, ich habe ihr versprochen, wir drei würden zusammen Eis essen, wenn du zurück bist. Sie und ich sind jetzt Freunde. Oh, wer war denn das denn? Ich dachte, du musst Axel dafür fragen. Naja, wenn du nicht seine Erlaubnis brauchst, dann kannst du auch machen, kein Problem. Abweiner, ja, okay. Die Veränderung. Was geht ab? Warum hast du dich nicht zurückgemeldet? Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Vielen Dank für deine freundlichen Worte. Ich mag einfach Axel. Ich habe gehört, dass Nami nie vermisst wird. Kaum ist sie hier, ist sie auch schon wieder weg. Ich wusste gar nicht, dass sie rausgekommen ist. Ich hoffe, du hast auch alle Räume durchsucht. Das ist ein Scherz, oder? Das wäre wie Staubkörner in einem Gebäude voller niesender Leute zu suchen. Also zählen. Was ist mit der Kammer? Hast du sie gefunden? Komm schon, das hätte ich dir doch erzählt. Das muss ich dir lassen. Du hattest recht, mit Malusha, den Verrätern. Du wusstest genau, was los war. Ich habe nur einen Ort gefunden, an den ich alle, die im Weg waren, schicken konnte. Schön zu wissen, wo ich stehe, Mann. Bist du in einem Stück zurückgekommen oder nicht? Ich habe Sektion erledigt. Das wolltest du doch auch, oder? Ich richte mich nach dir. Vorerst. Also sollte Sektion nicht umgebracht werden, oder wie? Hey, stell dir vor, heute soll ich zur Strafe mit dir zusammenarbeiten. Was? Wieso ist das eine Strafe? Tja, die wissen, wie sehr ich Babysitten hasse. Oh, vielen Dank. Würdest du umbringen, mir mal einen Tag freizugeben? Sieh dir mal meine Augenringe an. Tja, komm, Partner. Bin gleich hinter dir. Ach, ich mag diese Freundschaft zwischen den beiden. Ja, jetzt bist du überglücklich. Da Demix, da ist Mogri. Erstmal mit Demix reden. Demix, du dämlicher Fettkopf. Shion, was weiß ich, Mann? Sie war wahrscheinlich auf einer Mission. Und Axel? Lass uns die Show beginnen. Mach mir klar, Bruder.
Dein Glück ist, Kupo. Ist nicht ein schöner Tag, Kupo? Wie ein schöner Tag. Alles ist dunkel. Okay. Roxas Tagebuch. Oder erstmal gucken, was ich alles Neues bekommen habe. Äpfel. Ach so. Wieso habe ich keinen Ring einge... Ach so, kann ich mehrere Ringe? Nein, kann ich nicht. Schade, schade. Okay, da brauche ich noch etwas. Berichte, Roxas Tagebuch. Nach der Arbeit ist Axel aufgetaucht, einfach so aus dem Nichts. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich dachte, wir hätten ihn verloren. Wir sind zum Uhrenturm gegangen und haben uns unterhalten. Ich habe ihnen von Shion erzählt. Jetzt geht's mir besser. Speichern. Und wir haben 17.000. Bis seit 4 Stunden gespielt. Geht klar. Und sehen wir uns mal die Mission an, die wir jetzt haben. Heute schicke ich Axel mit dir los. Das hat er mir auch schon erzählt. Sammle Herz. Besiege gemeinsam mit Axel Herzlos und Agarbon und sammle Herzen. Nimm dich vor großen Rüstungen in Acht. Feuermagie. Ich habe bisher nur Eismagie drin. Werde ich mal kurz ändern. Ah, den großen Rüstungen. Oh nein. Wieso habe ich hier Feuer drin? Achso, ich habe ja davor schon reingemacht. So. Und los geht's. Ja, ich weiß. Ja, besiege Herzlose. Vita kriege ich eigentlich mal. Dankeschön. Hat ja lange genug gedauert. Warte, große Rüstungen. Wie sahen die wieder aus? Oh nein, ich kann mich jetzt wieder erinnern. Wollen wir die Sache schneller erledigen? Ja. Okay. Besiege Herzlose, geht klar, wie wir Schatzung. Dieser Dungeon ist ein bisschen länger als der andere. Weil hier kommt noch eine zusätzliche Prozedur, also ein zusätzlicher Ort, den man noch betreten kann. Ey, das ist ein Abzeichen. Hab gar nicht so gesehen. Okay, habe ich bekommen. Und wir treffen gleich einen Typen, den ihr alle kennt, die Kingdom Hearts 2 gezockt haben. Richtig, den fetten Carlo. Mit seinen Riesentaschen. Jetzt kommt was Beschissenes, was ich nie mochte. Wo ist der bloß? Er muss irgendwo hier sein. Wer ist das? Und was hat er hier vor? Letztes Mal war er nicht hier. So viel steht fest. Der fette Carlo, hallo. Boah, ich gebe nicht auf, solange ich keinen Eingang gefunden habe. Und wenn ich die Lampe da unten erst gefunden habe, bin ich mächtig. Hihi, werden sich alle meine Wünsche erfüllen. Eigentlich nur 3, aber egal. Er glaubt, eine Lampe erfüllt ihm seine Wünsche. Ja, komischer Kerl. Neuer Plan, Roxas. Unsere neue Mission lautet, den Klopster folgen. Was? Aber wir sollten doch Herzen sammeln. Bekommen wir keinen Ärger, wenn ihr einfach... Verdächtige Personen zu beschatten ist ein wichtiger Teil unseres Berufs. Aber missachten wir damit nicht unsere Befehle? Nein, ich würde eher von Flexibilität sprechen. Alles klar. Außerdem haben wir danach immer noch jede Menge Zeit, Herzen zu sammeln. Na gut. Gut, dann sind wir uns hier einig. Roxas, das Wichtigste ist, ihn nicht aus den Augen zu verlassen. Und natürlich, dass du ihm nicht unter die Augen kommst. Ach, jetzt kommt was Beschissenes. Ja, wir sollen ihm folgen. Und er darf uns nicht sehen. Wie hat er mich jetzt gesehen? Huch! Ich konnte schwören, jemand hat mich beobachtet. Hier muss es spuken. Oh, na toll, ich habe den roten Faden verloren. Jetzt muss ich von vorn anfangen. Verdammt, Mann. Er ist schlauer, als er aussieht. Lass ihn bloß nicht aus den Augen, Roxas.
und komme ihn nicht unter seine. Damit kann ich auch den Part jetzt beenden. Okay, wir sehen uns das nächste Mal.